Was ist das süß. Hammer! Ich nehme danach gleich die nächste Folge auf. Ach komm schon, Mann, du verdammter Bastard! Warte mal, ich schieb mir mal erstmal an. Und somit ist diese Sache auch im Garten der nächsten Folge. Oh, das gibt's doch nicht! Direkt abgewartet. Sauber. Oh, Mann, komm schon! Das heißt auf die Brücke, nicht über die Brücke! Nein, hinter die Brücke. Ah. In Stand the Rock. Ich hasse diese Spiel. Alter, warum denke ich es leider? Oh yeah, give it that glitch. Wie immer. Das ist so fett hier. Sehen wir uns ein bisschen um. So, wir sind stehen geblieben. Wir haben heute eine Spezialfolge, glaube ich. Spezial. Heute kümmern wir nur uns darum. In the Hall of Me. Mal gucken, was am meisten wir tun. Leute, wir brauchen eine Kamera. Definitiv. Ich glaube, wenn wir uns aufnehmen beim Spielen, könnte man auch genauso gut in die Psychiatrie anmelden. Kann man machen, gehen? Nein! Yes! Okay. Jawohl, mit übers Rohr, komm! Nein, nicht mit übers Rohr. Okay, ich glaube, ich muss übers Rohr. Alter, egal. Egal. Alter, noch ein Bird Eagle. Wieder auf die Kreuzung. Dann vor und dann so und dann auf ein Auto. Bleib stehen! Das war die Landfläche. Sauber. Wow! Bauchplatscher! Die Lade. Ja! Ita! Und jetzt, weil es gut läuft, einfach mal der Tür rede. Ja, aber... Ich wollte irgendwann... Juhu! Instant Looping! Jawohl! Gekonnt. Gekonnt, Looping Backpack. Boah, damit wollte ich dich raus. Schön. Ja, wir machen weiter mit Hall of Meat. Was ist denn da das Killen? Schlage den Zielscore, stürze zwischen die Säulen. Zwischen die Säulen. Classic! Coach Frank sagt. Classic! Oh! Ich würde jetzt, glaube ich, vor 2 Minuten Zeit für die Aufgabe. Ach du. Ja. 150.000 Punkte gemacht. So viel hast du. Boah. Alter, die ersten Plätze sind davon. Genau, das war genau. Come on. Hab, move! Oha, aber
168.000 oder? Wir sind nach einer halben Minute, nach einer halben Minute sind wir 100.000. Punkte. Wow, geil, ich einfach mal den Brustkorb und die Wirbelsäule gleichzeitig zu treffen. Das bedeutet an sich immer. Nein, der Zielscore zu knacken. Zielscore zu knacken! Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, das ist definitiv. Uwi! Oh, hast du etwa Aua gemacht? Und das ist ein Regen. Dann haben wir selber noch eine Hand. Nein. Egal. Wir zeigen sie euch einfach irgendwann halt diesen Ort. Ich glaube, wir haben sie schon gezeigt. Egal. Mario ist geändert, welches. Was? Ja, ich war da gar nicht glücklich, ne? Das wäre dann die andere Möglichkeit gewesen. Egal, wir machen weiter mit Hall of Meat. Immerhin da flutschen die Aufgaben. Eben. Eine nach dem anderen. Ich sag's, das ist scheiße, dass ich immer noch keine Kamera habe. Hallo. Ah, 25.000 Punkte für. Boah! Instant, Alter! Mach ich den Schlüssel rein. Boah! Aua! Ich hab den Schlüssel reingebrochen. Kanakit! Boah! Ich hab 4 Aufgaben auf einmal geschafft! Das ist doch so wie... Leute, wir haben innerhalb von 30 Sekunden fast alle Aufgaben gemacht. Und das Stressige wird jetzt nur seine Dinge. Du musst hier beide Beine, beide Arme, Brust, jeden tolle Kopf und. Eigentlich so gut wie alles in diesem Leben. Das klappt einfach so. Da kriege ich am wenigsten Punkte, am wenigsten Brust, mir berechne ich mir am wenigsten. Ja. Dann guck, wenn ich dann wieder aufkomme. So, mit der Schall am Ballen. Jawohl, ich hab sie sogar gekillt! Sag ich einfach runterfallen lassen. Boah, instant einfach. Einfach erstmal den Kopf gebrochen. Und dann voll hart aufschlagen, dann. Boah. Jetzt bin ich tot. Boah, wenn ich mich ein bisschen beeilt schaffe, vielleicht heute sogar. Dann schaffen wir vielleicht sogar in der Folge noch die 600.000 Worte. Ah, vielleicht, wenn du weitermachst. Immer diese kleine Schladereien hier. Ich hab mir ja nicht oder der nächsten Folge mal jetzt Geld abhalten. Ja. Leute, ich glaube, das wird auch nicht. Ich habe sie gehasst. Auch noch nie? Ach, oh du Joll. Ich muss es. Jetzt kleine Bach hier.
und dann auch irgendwie auch von mir. Ja, nee, ich muss im Endeffekt hier durch dieses Loch. Vielleicht glitscht sich durch. Ich glaube, diese Aufgabe ist einfach mit Absicht nicht verglitscht, weil die sonst viel zu einfach wäre. Stell dir vor, du springst und du bist von unten durch. Hab ich schon ausprobiert. Mann, das schaffst du selber nicht, wenn du von unten nach oben gehst. Ja, das ist fein. I don't know! Oh. Das war weh, man. Jawohl. Ein Embryo. Ich wollte gar nicht gut aus. Jawohl. Und wie die verglitscht ist. Ah, zu geil! Also ihr seht eindeutig, dieses ganze Spiel ist einfach nur verglitscht. Ja, ich glaube, das war auch damals der Kaufgrund für viele, dieses Spiel einfach zu holen. Nicht, weil man das Skateboard fahren kann. Nein, es ist einfach nur richtig zu glitschen. Jeden YouTuber hat Spiel das überhaupt berühmt gemacht oder möglich gemacht. Wer war das? PewDiePie, ja? Ja, und so ist noch Skate 3 damit veröffentlicht worden. Weil die EA wollte einkampfen. Aus dem Grund tun wir den dritten aufmachen und hoffen, dass der vierte kommt. Ja. Leute, spielt, kauft euch alles Geld rein gebraucht oder sonst irgendwo, spielt sie und sagt ihr, ey, sick. Nein, eben nicht. Kaufen, spielen, sagen, wir wollen mehr. Das meine ich ja mit dieser Message. Nope. Ich gehe auf den Okay. Das ist doch alles völlig Banane. Next Grade. Nein. Du machst dir was einen Wutsch. Ja. Das ist ja mitten im Gesicht. Das ist super schlecht hier hinten. Das ist schön schlecht hier hinten. Egal, wir haben so gezeigt, wenn alles schön. Eben. Oh, kill. Oh nein, Hall of Fame. Ja, ich glaube, da kommen noch welche dazu wieder. Ja, ja. Dass wir dann in der 30. Folge wieder kommen. Was jetzt cool wäre. Banane? Warum ein Chamäleon? Weil Chamäleons cool sind, Mann. Kein Chamäleon, ein Chamäleon. Chamäleon. Ich hätte gerne ein Chamäleon zu mitnehmen. Wie viel kann man hinten denn gerne? So 4 Gramm Chamäleon. Was musst du machen? Okay, ich muss mich da durch den Turm wählen und dann. Durch den Turm glitschen. Ja. Alter, ohne Scheiß, stell dir mal vor, du hast da so ein Kamin dabei, wie schön. Bis zur Brücke und noch viel, viel weiter. Du musst bis zur Runde. Nein, stell dir mal vor, das ist ja voll, das ist ein Shit. Kamelion da sitzen, das Kamelion, das ist die Farbe. Das würde ich gar nicht schaffen. Aber es gibt Mikro-Kamelien, wusstest du das? Die passen auf deine Fingerspitze! Scheiße. Oh, Mini-Schabalon. Ein Mini-Schabalon. Weißt du, wer Schabalon sagt? Kent!
Ja, aus. Fahren wir den mal noch. Leute, gebt euch das bitte. Boah! Super! Aber ich muss sagen, wir kommen doch relativ gut voran damit. Mit dem Mini-Chamaleon? Mit dem Mini-Chamaleon mit Fall of Meat. Wie kommt das schön? Von Kamea von Skateboard macht Fall of Meat. Fahr weg so! Das ist dann Feuerwerk der Arme. Von Kamelion. Nein, wenn, wenn es runterfliegt, fängt es an die Faust zu wechseln. Ja, Mann. Oh mein Gott. Leute, wir müssen sich ja vorab in dem Video sagen, wir sind nicht für Tierquälerei. Keineswegs. Problem nichts. In the Hall of Me. Jawohl, instant. Boom. First try. Das war eine Ankündigung. Die haben wir nach. Aber das ist mir nicht auch nicht. Leider, ich muss aber lernen, das ist nicht lustiger wie meine Ankündigung. Ein Ninja-Balleon. Wir gehen in die nächste Tierhandlung. Da sagen wir, hängen ein. Schau mal an. Scheiße, das glaube ich, gebe echt ein Kameo. Schau mal an. Nein, Mann, stell dir mal vor, du hast ein Kameo. Weißt du, wie gechillt das ist? So, so, vor allem, so. Soll ich einfach ein Beginn das machen? Ja. Kennt ihr das Video? Ja. Wie ist der Wasserhahn? Die werden den Arm einfach ein paar Minuten über Schau mal an rein. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht, ich muss wirklich schauen, wo ist ein Kameleon herkommt. Wo ist das Handy? Wir suchen jetzt nach Kameleon. Suchen nach Kameleon, sondern nach Kameleon. Irgendwas wollten wir gerade mal in Amazon mitteilen. Ich hab jetzt Kameleon bestellt. Fahrer, ein Pendler. Oha, Mann! Hau doch von mir ab! Komm schon! Leute, mein Mittagsschlaf! Jawohl, ich hab die einfach weggedreht! Hast du nicht gesehen, aber. Guck dir das Ding an! Schau mir es dann später wieder an! Marco, nein, du kannst es nicht hören! Oh ja, jetzt! Ihr wisst, eine Woche, das Game kommt. Eine Woche? Nein, zwei Wochen. Nein, zwei. Ja. Ich will immer noch Eckermedion. Ich hab mal eine. Ah, verdammte Scheiße. Oh mein Gott, stell dir mal vor, so voll schlecht gefotoshoppt, da schafft dieses Truckline einfach mal so eine random Explosion von Chamäleons, wo dann tausende Chamäleons auf dem Bild aufploppen. Also so ein wenig drauf. Ich brauche gar nicht. Und dann nehmen wenige nach dem Foto von mir. Realität. Kein Satz. Dann bewegt den Reifen, haut auf mich. Oh nee. Digga, das. Oh, what? What? Also, durchgehen, oder? Ja, ich muss mich jetzt da runterhauen. Und ja, aber mal instant einfach 70.000 Punkte. Instant! Und denkst du, ich schaff nochmal 70.000? Drei durchlaufen, drei durchläufen, durch. 30.000. Durch den Ring 52. Ah, komm. 64. Da, locker. 80, komm, 90. Da geht noch was, oder?
Ah, 97.000, naja. Easy hier. Komma. Super Abgang. Am Ende der Folge würde ich behaupten. Yes. Bis zum nächsten. Adios.